Ob du einen Blick auf die Uhrzeit oder auf Quittungen wirfst oder diese Zahlen einfach zufällig ins Auge fallen, die Engel haben etwas zu sagen. Das Universum erreicht uns auf viele verschiedene Arten und Engelszahlen sind einer dieser Versuche, eine Verbindung herzustellen und dringend benötigte Botschaften mit uns zu teilen. Wenn du immer wieder die Zahl 111 siehst, die dir auf große und helle oder auf sanfte und subtile Weise entgegenspringt, dann ist es an der Zeit, aufzusitzen und aufmerksam zu werden. Willkommen zu eurem Erwachen. Hier erforschen wir das menschliche Potenzial und wie man es durch wissenschaftlich fundierte Spiritualität erreichen kann. In diesem Video sehen wir uns an, was die Engelszahl 111 für dich bedeutet und welche wichtige Botschaft das Universum dir damit senden möchte. Dr. Joe Dispenza, ein internationaler Autor, Dozent und Forscher, ist ein weltweit anerkannter Experte für Manifestation und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema. In seinen Studien kombiniert er Neurowissenschaften, Epigenetik und Quantenphysik, um Menschen zu lehren, wie sie sich selbst heilen und ihr volles Potenzial entfalten können. Heute werden wir uns damit befassen, warum ihr die Engelszahlen, die das Universum euch immer wieder schickt, zur Kenntnis nehmen und entsprechend handeln solltet. Dies ist ein positives Zeichen dafür, dass deine Manifestationen wirksam sind und viele gute Dinge auf dich zukommen werden. Oder es könnte eine spezifische Botschaft des Universums sein, die dich auf deiner Lebensreise leitet. Lasst uns herausfinden, was 111 für euch bedeutet. Engelnummern. Engelnummern sind Botschaften von höheren Wesen und die Art und Weise, wie das Universum mit uns kommuniziert. Jede Zahlenfolge hat ihre eigene wertvolle Bedeutung und kann zur spirituellen Führung genutzt werden. Sie kann eine Botschaft der Klarheit, der Richtung, eine Erinnerung, ein Zeichen, ein Omen oder einfach nur Trost sein. Es gibt viele Gründe, eine Engelszahl zu erhalten, aber das Endziel ist immer dasselbe, dein Leben zu verbessern und dich näher an deinen einen wahren Weg zu bringen. Wenn dir in letzter Zeit immer wieder die Zahl 111 begegnet ist, könnte dies ein sicheres Zeichen dafür sein, dass deine Engel eine Botschaft für dich haben. Die Bedeutung der Engelszahl 111 kann ein Symbol für Schutz und Manifestation sein. Wir gehen der Frage nach, was es bedeutet, wenn man die Zahl 111 sieht und was man erwarten kann, wenn die Meisterzahl 11 und die Engelszahl 1 zusammenkommen, um ihre Schwingungen und Ressourcen zu bündeln. Die Engelszahl 111 ist äußerst mächtig und wird mit allen möglichen Konnotationen des spirituellen Erwachens, der Verwirklichung von Gedanken und der Verbindung mit deinem höheren Selbst und deinem Sinn für das Leben in Verbindung gebracht. Das absolut Besondere an der Engelszahl 111 ist die Tatsache, dass sie die Engelszahl 1 mit der Meisterzahl 11 kombiniert. Bei der Engelszahl 111 dreht sich alles um Manifestation und Manifestierung. Sie kann auch ein Zeichen dafür sein, dass neue Anfänge bevorstehen und dass du vielleicht schon bald auf eine höhere Ebene aufsteigen wirst. Sie kann auch mit Themen wie Fülle, Schutz und Glück verbunden sein und als ermutigendes Zeichen dafür stehen, dass etwas Besonderes bevorsteht. Die Bedeutung der Engelszahl 111 in der Numerologie. Um die Engelszahl 111 zu verstehen, muss man sie aufschlüsseln und sehen, woraus die ganze Zahl besteht. Zunächst einmal besteht sie aus der Zahl 1 und der Zahl 11. Bei der Engelszahl 1 geht es darum, neue Kapitel aufzuschlagen, das Gefühl der Unabhängigkeit zu fördern, selbstbewusst aufzutreten, Stärke in der eigenen individuellen Kraft zu finden und sich auf den Weg zu persönlichem Erfolg zu machen. Diese Zahl lädt dich ein, deine Komfortzone zu verlassen und dich von den Fesseln der Negativität zu befreien. Es geht darum, deiner Intuition zu vertrauen, zu erkennen, dass deine Engel hinter dir stehen und den Sprung vom Rand der Angst ins Unbekannte zu wagen, während du weißt, dass du von unsichtbaren Kräften gehalten und unterstützt wirst. Die Engelszahl 11 ist auch als Meisterzahl bekannt und dieser gewichtige Titel soll eine Botschaft von der höchsten Berufung sein. Die Zahl 11 steht für deine Seelenbestimmung und ein Gefühl der ungezügelten spirituellen Ausrichtung. Sie sagt uns, dass ein wichtiges Lebensziel oder eine Mission direkt vor uns liegt und zwingt uns, Maßnahmen zu ergreifen, um dem Erreichen all dessen, wozu wir auf der Erde verpflichtet sind, näher zu kommen. Die Zahl 11 schwingt auf der höchsten Schwingungsebene und erinnert uns daran, mit unserem tiefsten Selbst in Einklang zu bleiben
und offen für das zu sein, was das Universum für uns bereithält. Die Zahl 11 als eigenständiges Symbol oder in der Abfolge im Fall von 111 zu sehen, sollte als Inspirationsschub, als sofortige Aufmunterung und als Versprechen betrachtet werden, dass, wenn du all deinen Glauben in das investierst, was du gerade brauchst oder willst, der Zweck dich auf diesem Weg treffen wird. Synchronizität und Serendipität. Laut Dr. Joe Dispenza wirst du irgendwann auf dieser Reise deine neue Zukunft zu erschaffen, kleine Zufälle oder Ereignisse bemerken, die in der personalisierten, universellen Sprache der Serendipität und Synchronizität auftreten. Wenn dies geschieht, beginnt das Quantenfeld zu spiegeln und zu bestätigen, wer du bist. Wenn die Synchronizitäten in deinem Leben auftauchen und du auf natürliche Weise auf diese mysteriösen Ereignisse mit einem authentischen Zustand der Freude, der Liebe zum Leben und aufrichtiger Dankbarkeit reagierst, fühlst du dich plötzlich wacher, lebendiger, bewusster und stärker. Das liegt daran, dass es eine Bestätigung zwischen deiner inneren Welt der Gedanken und Gefühle und deiner äußeren Welt der physischen Realität gibt. Dann beginnst du zu bemerken und zu erkennen, dass die Gedanken und Gefühle, die du in diesen Momenten des glücklichen Zufalls und der Synchronizität erlebst, den Gedanken und Gefühlen entsprechen, die du jeden Tag in deinen Meditationen erlebst. Die Begeisterung und Inspiration, mit der du den Ereignissen begegnest, rührt daher, dass du beginnst, deine Zukunft zu erleben. Dies hilft dir, dich noch mehr auf dieses Schicksal einzustimmen. Dr. Dispenza erwähnt, dass es vom Standpunkt der Serendipität und Synchronizität aus eine Schwingungsanpassung an dein Schicksal und deinen neuen Seinszustand gibt. Dadurch bist du eher geneigt, Dinge aus der Perspektive deines zukünftigen Selbst zu tun, anstatt aus der Perspektive deiner Vergangenheit. Und wenn du anfängst, dies regelmäßig zu tun, beginnst du, dir die Gewohnheit anzueignen, dein zukünftiges Selbst zu werden. Sobald du an dem Punkt angelangt bist, an dem die Synchronizitäten und glücklichen Zufälle immer häufiger auftreten, ziehst du deine neue Zukunft förmlich an. Und 111 ist eines dieser Zeichen. 111 und Manifestation. Wenn es um das Gesetz der Anziehung und die Magie der Manifestation geht, gibt es kein besseres Zeichen als die Engelszahl 111. Diese Botschaft dreht sich ganz um Manifestation und hat einen enormen Einfluss darauf, deine Gedanken und Träume in die Realität umzusetzen und in die Tat umzusetzen. Das bedeutet nicht, dass du in diesem Prozess passiv sein kannst. Um wirklich etwas zu manifestieren, musst du fest daran glauben, dass du all das, was du dir wünschst, auch verdienst. Und du musst lernen, negative Gedanken loszulassen, die uns vielleicht fest im Griff haben. Wenn wir unsere Schwingungen hochhalten und unsere Energie positiv und kraftvoll ist, wenn es um den Glauben an das geht, was wir tun können, dann wird das Gesetz der Anziehung auf deiner Seite sein. Laut Dr. Joe Dispenza existieren alle Potenziale, die im Quantenfeld existieren, als elektromagnetische Frequenzen im gegenwärtigen Moment. Das bedeutet, dass du das Potenzial hast, gesund, wohlhabend und glücklich zu sein, das Mystische zu erleben und vieles mehr. Die Engelszahl 111 ist ein Zeichen dafür, dass gute Dinge auf dich zukommen und deine manifestierenden Energien wirken. Wenn du deine Energie auf eine zukünftige Realität abstimmst, kannst du beginnen, Erfahrungen in Form von neuen Möglichkeiten, Synchronizitäten und Zufällen in dein Leben zu ziehen. 111 zu sehen ist also immer mehr als nur ein Zufall. Das Universum versucht, dir etwas Wichtiges mitzuteilen. Wenn 111 in deinem Leben auftaucht, ist es ein guter Zeitpunkt, über Ausgewogenheit nachzudenken. Ausgeglichenheit ist nicht nur etwas, das du anstreben solltest. Du kannst sie tatsächlich erreichen, indem du über dein Leben nachdenkst, Änderungen vornimmst und versuchst, Harmonie zu schaffen. Frage dich selbst, ob es Bereiche in deinem Leben gibt, die aus dem Gleichgewicht geraten sind. Nimmt dein Arbeitsleben im Vergleich zu deinem Privatleben zu viel Energie in Anspruch? Kümmerst du dich genauso sehr um deine körperliche wie um deine emotionale Gesundheit? 111 zu sehen ist ein Zeichen dafür, dass diese Ungleichgewichte behoben werden müssen. Die spirituelle Bedeutung der Engelszahl 111 bezieht sich auf neue Zyklen und Führung. Auch wenn neue Zyklen beängstigend erscheinen mögen, kannst du sie als das Umblättern einer Seite in dem großartigen Roman deines Lebens betrachten. Ein Neuanfang
bei dem du weiterhin von all den Lektionen und dem Wissen unterstützt und getragen wirst, die du bis zu diesem Punkt gesammelt hast. Dieser neue Zyklus oder Anfang wird auch von deinen Schutzengeln unterstützt, die immer nur das Beste für dich wollen. Die symbolische Bedeutung dieser kraftvollen Zahl kann alles sein, von neuen Möglichkeiten bis hin zu einem neuen Job, einer neuen Phase oder einem neuen Lebensweg, der dich ruft. Wenn du diese Zahl siehst, solltest du sie als eine köstliche Dosis Glauben daran betrachten, dass die Zukunft strahlend hell ist und deine Manifestationskräfte auf einem Allzeithoch arbeiten. 111 und Beziehungen. Die Engelszahl 111 hat auch ihre eigene Botschaft in Bezug auf Liebe und Beziehungen. Im Kern geht es bei 111 um Beziehungen und Zusammenarbeit. Wenn du diese Zahl immer wieder siehst, ist es an der Zeit, deine Beziehungen genauer unter die Lupe zu nehmen. Konzentriere dich darauf, wie du deine Verbindungen zu anderen stärken kannst. Vielleicht ist es an der Zeit, einen alten Freund zu kontaktieren, Zeit mit der Familie zu verbringen oder besser mit deinen Kollegen zusammenzuarbeiten. Nutze die Energie von 111, um diese Verbindungen zu stärken. Versuche, andere besser zu verstehen, höre ihnen wirklich zu, wenn sie reden, und sei bei deinen Interaktionen präsent. So könnt ihr stärkere, bedeutungsvollere Beziehungen aufbauen. Wenn du immer wieder die Zahl 111 siehst, könnte das auch ein Zeichen dafür sein, dass sich ein neues Kapitel in der Liebe auftut. Wenn du Single bist, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass du kurz davor stehst, eine besondere Person kennenzulernen, die dein Leben auf die eine oder andere Weise maßgeblich beeinflussen wird. Das könnte sogar bedeuten, dass dein Seelenverwandter in der Nähe ist oder dass eine neue Beziehung in Aussicht steht. Wenn du bereits mit jemandem in einer aktuellen Beziehung verstrickt bist, könnte dies bedeuten, dass dein Engagement bereit ist, eine neue Wendung zu nehmen und sich in etwas anderes zu verwandeln. Vielleicht ist es an der Zeit, eure Intimität zu vertiefen, eure Familienpläne zu ändern oder im Gegenzug eine schlechte Beziehung, eine Verbindung oder eine Freundschaft zu beenden, die sich nicht weiterentwickelt, nicht funktioniert oder keinen bedeutenden Mehrwert für euer Liebesleben bringt. Wenn du tief in dir weißt, dass deine Zwillingsflamme irgendwo da draußen ist, dann sollte der Anblick der Zahl 111 als positives Zeichen dafür gewertet werden, dass ihr euch einen Schritt näher gekommen seid. Eine Zwillingsflamme soll zwei Hälften derselben Seele sein, die am Anfang getrennt wurden, aber dazu bestimmt sind, irgendwann wieder zusammenzukommen, wenn auch nur für kurze Zeit, um einander eine große Lektion zu erteilen. Es kann schwierig sein, seiner Seelenverwandten zu begegnen, denn wenn man nicht mit weit geöffnetem Herzen und weit geöffneten Augen für die Verbindung da ist, kann man den Moment völlig verpassen. Wenn du jedoch zufällig die Zahl 111 siehst, kann dies eine Erinnerung der Engel sein, dass diese Verbindung möglicherweise eng ist und es an der Zeit ist, sich für diese Möglichkeit zu öffnen. 111 und Finanzen. Die Bedeutung der Engelszahl 111 im Finanzbereich ist letztendlich positiv. Sie ist ein Zeichen dafür, dass deine Finanzen florieren und Fülle in dein Leben kommt. Allerdings musst du Entscheidungen treffen und Veränderungen vornehmen, damit dies eintritt. 111 ist eine Gelegenheit, einen Neuanfang zu wählen, der dir zu Wohlstand verhilft. Deine Schutzengel wollen nur das Beste für dich, und Geld ist zwar nicht alles, aber es macht das Leben auf jeden Fall ein wenig einfacher. Wenn deine finanzielle Situation nicht ideal ist, solltest du wissen, dass 111 ein Zeichen dafür ist, dass sich deine Zukunft sehr bald zum Besseren wenden könnte. Wenn deine Finanzen größtenteils stabil sind, du aber trotzdem immer wieder 111 siehst, halte Ausschau nach einer Geschäftsmöglichkeit, die entweder deine Finanzen verbessern oder dir eine erfüllendere Rolle bieten könnte. Wie auch immer, sei dir bewusst, dass es eine gute Sache ist, dieses Zeichen vom Universum zu sehen und dass du die Kraft hast, deine Zukunft zu ändern. 111 und Vertrauen in die Reise des Lebens. 111 ermutigt dich auch, dem Weg des Lebens zu vertrauen. Vertrauen kann schwierig sein, besonders wenn die Dinge unsicher oder herausfordernd sind. Aber 111 erinnert dich daran, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht. Es sagt dir, dass du dem Universum vertrauen sollst, dass du daran glauben sollst, dass du dort bist, wo du sein sollst und dass dein Weg dich dorthin führen wird, wo du hingehörst. Wenn du an deinen Entscheidungen oder der Richtung, in die dein Leben geht, zweifelst, erinnere dich an die Botschaft von 111. Glaube weiter
und bleibe positiv. Ein weiterer Aspekt von 111 ist, dass Dinge geschehen. Diese Zahl deutet darauf hin, dass deine Gedanken und Absichten allmählich Wirklichkeit werden. Daher ist es wichtig, eine klare Vorstellung davon zu haben, was du erreichen möchtest. Verwende Visualisierungstechniken, um deine Ziele klar vor Augen zu haben. Schreibe sie auf und erinnere dich jeden Tag an sie. Die Energie von 111 unterstützt das Wachstum und die Verwirklichung dessen, was du dir erhoffst. Stelle sicher, dass deine Handlungen mit deinen Absichten übereinstimmen und du wirst sehen, wie deine Vorstellungen Wirklichkeit werden. 111 ist auch eine Aufforderung, in sich selbst hineinzuschauen. Nimm sie als Signal über deine Handlungen und dein wahres Selbst nachzudenken. Lebe so, dass es deinen Werten entspricht. Wenn du nach innen schaust, lernst du dich selbst besser kennen. Und dich selbst zu kennen, ist der Schlüssel zu einem echten und erfüllten Leben. In der Numerologie ist die Engelszahl 111 ebenfalls eine Zahl von tiefer Bedeutung und Kraft. Sie ist die dreifache Energie der Zahl 1, die mit Einzigartigkeit, Individualität, Führungsqualitäten, Freiheit, Kommunikation, einem starken Selbstbewusstsein, Tatkraft und Ehrgeiz in Verbindung gebracht wird. Da die Zahlenfolge jedoch dreimal die Zahl 1 enthält, enthält sie auch die Energie der Zahl 3, wenn man sie im Kontext der Numerologie betrachtet. Die numerologische Bedeutung der Zahl 3 steht für Freude, Optimismus, Kreativität, positive Energie und Expansion. Wie du sehen kannst, geht es bei der Kombination dieser beiden Zahlen um eine positive Vorwärtsbewegung, darum, den richtigen Weg zu finden und einen kreativen Ansatz für deine Lebensaufgabe zu finden. Wenn 111 erscheint, nimm dir Zeit zum Meditieren oder schreibe in ein Tagebuch. Es kann Einsichten über deine innere Welt offenbaren und dich zu persönlichen Wahrheiten führen. Im spirituellen Sinne kann 111 als Botschaft deiner Engel oder spirituellen Führer gesehen werden. Wenn du für spirituelle Praktiken offen bist, betrachte diese Zahl als eine Form der Führung. Versuche zu beten, zu meditieren oder andere spirituelle Aktivitäten zu praktizieren, die dich mit dem Göttlichen verbinden. Bitte um Klarheit und Unterstützung und sei offen für Antworten, die nach dem Sehen von 111 auf unterschiedliche Weise kommen können. Verwende 111 auch als Aufruf zum Frieden und zur Besserung. Wenn es in deinem Leben Konflikte gibt, kann diese Nummer dich daran erinnern, Meinungsverschiedenheiten mit einer lösungsorientierten und friedlichen Einstellung anzugehen. Sie ermutigt dich, nach diplomatischen Lösungen zu suchen und den Frieden in deiner Umgebung zu fördern. 111 ist eine Zahl, die zum Handeln aufruft. Vertrauen und Glaube sind zwar wichtig, aber es ist auch wichtig, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um deine Ziele zu erreichen. Nutze die Zahl 111 als Motivation, den nächsten Schritt zu wagen, sei es die Gründung eines neuen Projekts, die Bewerbung auf eine neue Stelle oder der Beginn einer persönlichen Veränderung. Die Zahl versichert dir, dass es jetzt an der Zeit ist, zu handeln und dass das Universum deine Bemühungen unterstützt. 111 in dein Leben zu bringen bedeutet, seine Bedeutung anzuerkennen, seine Botschaft zu verstehen und deine Handlungen auf die Energien auszurichten, die es repräsentiert. Licht in schwierigen Zeiten finden. Die Zahl 111 ist ein besonderes Zeichen. Sie sagt uns, dass wir darüber nachdenken sollen, wie wir innerlich wachsen, auch wenn die Dinge schwierig sind. Vielleicht siehst du im Moment keine großen Erfolge, aber mach dir keine Sorgen. Dein Inneres wird auf eine Weise stärker, die du nicht immer sehen kannst. Du hast viel geleistet, auf das du stolz sein kannst, auch wenn es noch nicht offensichtlich ist. Denk daran, dass du mehr bist als nur die schweren Zeiten, die du durchmachst. In dir brennt ein helles Licht, also versuche daran zu glauben. Manchmal treten Zahlen aus einem bestimmten Grund in unser Leben, und wenn du feststellst, dass 111 derzeit ein wiederkehrendes Thema in deiner Vision ist, könnte es sein, dass eine Botschaft auf dich wartet. Wenn wir die Gründe verstehen, warum wir bestimmte Engelszahlen sehen, können wir sie entschlüsseln und in Verbindung bleiben. Es ist Zeit, etwas zu manifestieren. Wenn du diese Zahl siehst, kann es sein, dass das Universum und deine Engel dich ermutigen, aktivere Schritte zu unternehmen, um das Leben zu manifestieren, das du führen möchtest. Damit die Manifestation ihr volles Potenzial entfalten kann, braucht es eine gesunde Denkweise, ein starkes Glaubenssystem und gute Energie, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Die Zahl 111 zu sehen kann bedeuten, dass das Portal offen und bereit ist, deine Wünsche zu empfangen.
Aber anstatt dich auf das zu konzentrieren, was du nicht willst, und negative Energie zu fördern, solltest du dich auf das Positive und das, was du willst, konzentrieren. Du hast viele Höhen und Tiefen durchgemacht, und das hat dich stärker gemacht. Deine Wurzeln wachsen tiefer, auch wenn du es nicht spüren kannst. Veränderungen sind schwer, aber sie helfen uns, weiser zu werden. Wachstum verläuft nicht immer geradlinig, also versuche, geduldig zu sein. Manchmal sind die Menschen, die länger brauchen, um zu wachsen, am Ende die erstaunlichsten. Diese schwere Zeit wird nicht ewig andauern. Versuche vorerst, dich auf dein Inneres zu konzentrieren. Wenn du 111 siehst, lass es dich daran erinnern, Trost in deinen eigenen Gedanken und Gefühlen zu finden. Gib die Hoffnung nicht auf, denn deine Zeit zu glänzen wird kommen. Du magst dich im Dunkeln verloren fühlen, aber in dir brennt noch ein Licht. Lass dich von diesem Licht leiten, um herauszufinden, wer du wirklich bist. Heilung braucht Zeit, also sei auf dieser Reise gut zu dir selbst. Vergangenheit loslassen. Ein weiterer Grund, warum du die Engelszahl 111 sehen könntest, ist, dass die Engel dich sanft daran erinnern wollen, dass es an der Zeit ist, die Vergangenheit loszulassen, weil ein neues Kapitel bevorsteht. Die Zahl 111 kann für Neuanfänge stehen, aber damit wir Neuanfänge wirklich annehmen können, müssen wir uns oft vollständig von der Vergangenheit lösen. Das bedeutet nicht, dass wir diese wichtigen Lektionen nicht mehr in uns tragen, aber es bedeutet, dass wir nicht mehr an eine Vorstellung von dem gebunden sind, was einmal war. Wenn du die Zahl 111 siehst und immer noch weißt, dass es noch Einflüsse gibt, die dich festhalten, könnte dies eine Botschaft sein, dass du an dir arbeiten musst, damit du heilen kannst. Therapie, Schattenarbeit, Meditation oder welche Methoden auch immer dich ansprechen, jetzt ist es an der Zeit, dich zu beruhigen und voranzukommen. Sei nicht zu streng mit dir. Das Göttliche sieht dich als perfekt, genau so, wie du jetzt bist. Vergib dir deine Fehler und schätze all die Wege, auf denen deine Seele durchscheint. Jeder Kampf hat etwas Gutes in sich verborgen, wenn man nur genau genug hinschaut. Wenn du dich schwach fühlst, denke daran, wie weit du es schon geschafft hast. Der Weg, den du hinter dir hast, zeigt, wie stark du wirklich bist. Nimm dir einen Moment Zeit, um über all die Fortschritte nachzudenken, die du bereits gemacht hast. Du bist stärker, als du denkst. Sich zu ändern erfordert viel Kraft und du tust es. Auch wenn du dir nicht sicher bist, was als nächstes kommt, solltest du stolz auf das sein, was du bereits erreicht hast. Du hast bisher jede schwere Zeit überstanden und wirst auch diese überstehen. 111 soll dich daran erinnern, dass du nicht allein bist, wenn es dir schlecht geht. Dort findest du den Anfang deines neuen Selbst. Tief in dir drin gibt es ein Licht, das niemals erlischt, egal wie dunkel die Dinge erscheinen. Konzentriere dich auf dieses innere Licht. Das Gefühl, von anderen oder von guten Dingen getrennt zu sein, ist nur eine Illusion. Du bist immer mit etwas Größerem verbunden und du hast eine innere Führung, selbst wenn du dich verloren fühlst. Versuche jetzt, dich wieder mit dieser inneren Führung zu verbinden. Du brauchst einen Neuanfang. Die Zahl 111 zu sehen, kann einen Neuanfang bedeuten. Wenn du also auf ein Zeichen gewartet hast, etwas zu tun, dann nimm dies als dieses Zeichen. Die Zahl 111 kann bedeuten, dass sich ein Kapitel schließt, aber ein anderes sich öffnet. Du musst emotional und spirituell bereit sein, loszulassen und einen Neuanfang zu wagen. Ob du nun mit dem Gedanken spielst, einen Gang zu wechseln, deine Karriere zu ändern, einem Liebesinteresse zu folgen, umzuziehen oder sogar eine subtilere und sanftere Veränderung anstrebst, das Universum und deine Engel senden dir ein direktes Zeichen, dass dies geschehen wird. Wenn du die Engelszahl 111 siehst, sagt sie dir, dass du in dich hineinschauen sollst. Wahre Schönheit entsteht, wenn man akzeptiert, wer man ist mit allen Fehlern und nicht versucht, den Erwartungen der Gesellschaft zu entsprechen. Du bist gut, so wie du bist, auch mit deinen Fehlern. Die Anleitung, nach der du suchst, ist bereits in dir, verborgen in der Weisheit deiner Seele. Die schönsten Menschen lassen ihr inneres Licht nach außen scheinen. Denke daran, dass diejenigen, die länger brauchen, um aufzublühen, sich oft als die Schönsten herausstellen. Erwarte nicht, dass andere dir sagen, dass du in Ordnung bist, und vergleiche dich nicht mit ihnen. Wenn du 111 siehst, nimm es als Erinnerung, in deinen inneren heiligen Raum zurückzukehren. Die schönsten Menschen lassen ihr inneres Licht nach außen scheinen. Dämpfe dein Licht nicht, nur um dich anderen anzupassen. Die Welt braucht deine besonderen Gaben und deine einzigartige Sicht auf die Dinge. Es gibt einen Grund dafür, dass du wunderbar anders bist. Wenn 111 auftaucht, atme tief durch und verbinde dich wieder mit dem göttlichen Teil von dir.
Dein Körper ist vergänglich, aber deine Seele währt ewig. Kümmere dich gut um sie. Nutze 111 als Erinnerung daran, dein wahres Selbst durch die Dinge, die du magst, deine Talente und die Art und Weise, wie du für dich sorgst, zum Ausdruck zu bringen. Mache dein Leben zu einem Kunstwerk. Äußere Schönheit mag die Blicke der Menschen auf sich ziehen, aber innere Schönheit berührt ihr Herz. Arbeite an den Eigenschaften, die wirklich zählen, wie ein guter Freund zu sein, mutig und weise zu sein. Diese Dinge machen dich innerlich schön. Lass nicht zu, dass Verbitterung, Groll oder das Verurteilen anderer dich innerlich hässlich machen. Halte deinen Geist und dein Herz rein. Du kannst dein Licht nicht leuchten lassen, wenn du an der Dunkelheit festhältst. Körperliche Schönheit ist vergänglich, aber schöne Seelen sind für immer attraktiv. Kümmere dich um deinen inneren Reichtum. Empathie, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit machen dich immer schön. Du bist hier, um mehr Schönheit in die Welt zu bringen. Setzt eure Gaben ein, um Gutes zu tun und die Wahrheit durch kreative Aktionen zu verbreiten. Seid ein Licht für andere. Wenn ihr euch unsicher fühlt, ruft eure Engel herbei. Lasst euch von ihrer Liebe erfüllen, bis ihr erkennt, wie großartig ihr im Inneren seid. Gelegenheiten sind reichlich vorhanden und liegen in deiner Nähe. Die Engelszahl 111 kann ein Zeichen dafür sein, dass sich Chancen in deiner Nähe befinden. Wenn du die Augen offen hältst und mit dem Herzen verbunden bleibst, kann dir eine Fülle wunderbarer Dinge in den Weg kommen. Die Engel möchten, dass du dein bestes Leben führst, und sie werden dir Gelegenheiten senden, um deine Reise zu bereichern und deine Seele zum Erblühen zu bringen. Wenn du diese Zahl siehst, könnte das bedeuten, dass die Liebe in der Nähe ist, deine Seelenverwandte in Reichweite ist, ein neuer Weg offen ist oder dass es an der Zeit ist, darüber nachzudenken, was dir Glück bringt und zu neuen Dingen Ja zu sagen. Wenn du diese Zahl siehst, nimm sie als eine Botschaft, aufmerksam zu sein, auf einen neuen Weg zu achten, der sich auftut, und diese positiven Affirmationen im Fluss zu halten, damit du nicht verpasst, was dich finden will. Wenn du die Engelszahl 111 siehst, sagt sie dir, dass dein wahrer Weg anders ist als der aller anderen. Der einzig richtige Weg ist dein eigener Weg. Das bedeutet es, im spirituellen Sinne wirklich man selbst zu sein. Folge dem, was sich in deinem Inneren richtig anfühlt, nicht dem, was andere dir sagen. Wenn die Menschen dein Licht nicht zu schätzen wissen, wünsche ihnen alles Gute und schreite weiter voran. Die Menschen, die für dein Leben bestimmt sind, warten auf dich. Sei mutig und folge deinem eigenen Weg. Du bist der Einzige, der deine besondere Rolle in diesem großen, göttlichen Plan spielen kann. Wenn du die Engelszahl 111 siehst, ist das auch ein gutes Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, nach authentischen Begegnungen und tiefen Verbindungen zu suchen. Die Zahl 111 steht auch für Führung, Anleitung und Kreativität, was bedeuten könnte, dass du kurz davor stehst, eine Rolle zu übernehmen, in der du dem Allgemeinwohl dienst und eine Inspiration für andere in deinem Leben bist. Indem du Unsicherheit, Eifersucht und Co-Abhängigkeit loslässt, kannst du Harmonie fördern und für die Menschen in deiner Umgebung auf eine Weise da sein, die dich nicht erschöpft und auf Reserve laufen lässt. Wir müssen auch darauf achten, dass wir uns mit Menschen umgeben, die gut zu unserem aktuellen Lebensabschnitt passen. 111 ermutigt euch, eure besonderen Gaben zu teilen und sie zu zeigen. Warum versuchen, sich anzupassen? Du bist geboren, um herauszustechen. Hör auf das, was deine Seele dir zu sagen hat. Was bedeutet Erfolg für dich? Finde es heraus und arbeite darauf hin. Du brauchst niemandes Erlaubnis, um dem zu folgen, was dich glücklich macht. Feiere dich selbst. 111 kann ein Zeichen für Veränderung und Suche sein, aber auch einfach daran erinnern, dass du etwas Besonderes bist und dir immer wieder vor Augen führen solltest, dass du deinen Wert und deine Einzigartigkeit feierst. Die Zahlen 1 und 11 und 3, die in dieser Sequenz offensichtlich sind, stehen für Individualität, Stärke, Einzigartigkeit, Kreativität und Aufstieg. Vielleicht fühlst du dich nicht besonders gut oder bist in einem bestimmten Vergleichsmuster gefangen. Vielleicht fühlst du dich nicht mit deinem Wert verbunden und nimmst dir nicht die Zeit und den Raum, die nötig sind, um dein authentischstes Selbst zu zeigen. Wenn das auf dich zutrifft, dann könnte die Zahl 111 eine Erinnerung daran sein, dass du so, wie du bist, großartig bist und dass das anerkannt werden muss. 111 soll dich daran erinnern, nach deinen eigenen Werten zu leben und nicht nach den Regeln, die andere für dich aufgestellt haben. Die Welt braucht deine Gaben.
Wenn du dir selbst nicht treu bist, ist es an der Zeit, den Kurs zu ändern. Es ist nie zu spät, neu anzufangen. 111 ist ein Signal dafür, dass es an der Zeit ist, sich wieder auf das auszurichten, was deine Seele tun möchte. Entwickle deine eigene Sichtweise auf die Dinge ohne Grenzen. Ein Teil deiner Reise besteht darin, die Regeln zu lernen, die die Dinge gleich halten, aber diese Regeln kontrollieren nicht deine Freiheit. Geh deinen eigenen Weg jenseits dieser Grenzen. Sei dir selbst treu. Niemand sonst kann deinen Weg gehen. Lass dich von der leisen Stimme deiner Seele leiten, nicht vom lauten Lärm der Menge. Wenn du 111 siehst, ist das eine Erinnerung daran, nicht mehr alles kontrollieren zu wollen und dem Leben ins Auge zu blicken, indem du deinen Instinkten folgst. Es gibt nicht nur einen einzigen richtigen Weg, um Dinge zu tun, sondern nur deinen Weg. Folge deinem Instinkt, anstatt zu viel über alles nachzudenken. Das Leben fließt auf natürliche Weise durch dich in das, was du erschaffst, wenn du loslässt. Behalte Gewohnheiten bei, die dir helfen zu glänzen. Schreibe deine Grundsätze auf und halte dich daran. Plane deine Tage so, dass du dich um dich selbst kümmerst und produktiv bist. Wenn 111 erscheint, ist das dein Stichwort loszulassen und darauf zu vertrauen, dass alles gut wird. Das Beste für dich geschieht bereits. Konzentriere dich darauf, mit dem Strom zu schwimmen. Gib es auf, alles kontrollieren zu wollen. Du kannst nicht erzwingen, dass Dinge vor ihrer Zeit geschehen. Lass die Ereignisse sich auf natürliche Weise entfalten. Versuche nicht an Ergebnissen zu hängen und sei dankbar für den gegenwärtigen Moment. Vertraue darauf, dass alle Hindernisse und Verzögerungen zu deinem höchsten Wohl sind. Engel lenken deine Schritte zu deinem Schicksal, wenn die Zeit reif ist. Lass los, was dir nicht mehr dient, ohne es zu verurteilen. Schaffe Platz für die neue und bessere Situation, die auf dich zukommt. Auch wenn es schwer ist, geduldig zu sein, solltest du wissen, dass deine Träume nach ihrem eigenen Zeitplan reifen. Vertraue auf das göttliche Timing, nicht auf deine eigenen Fristen. Sei offen für Umwege, die dich in unbekanntes, aber notwendiges Terrain führen. Nicht jeder, der umherirrt, ist verloren. Erforsche bereitwillig. Wenn negative Gefühle aufkommen, kämpfe nicht dagegen an. Lass sie durch dich hindurchfließen. Wenn du deine Gefühle bekämpfst, geben sie dir mehr Kraft. Wut, Angst und Zweifel sind normal. Verurteile diese Seiten deiner Menschlichkeit nicht. Akzeptiere sie mit Mitgefühl, während sie durch dich hindurchgehen. Vergib dir, dass du nicht perfekt bist. Schaffe Platz für etwas Besseres, das an seine Stelle tritt. Manchmal müssen Dinge erst auseinanderfallen, bevor etwas Neues entstehen kann. Nimm dein wahres Selbst an. Wenn du 111 siehst, denke darüber nach, was in deinem Leben geheilt werden muss. Erledige die innere Arbeit, die du tun musst, um schwere Zeiten in Weisheit zu verwandeln. Lass dich nicht länger von Angst zurückhalten. Du bist bereit für den nächsten Schritt. Zeige allen, wer du bist. Sensibilität ist eine Gabe, keine Schwäche. Nutze sie, um dein Leben mit mehr Bedacht zu meistern. Du musst nicht perfekt sein, nur echt. Lass die Stimmen in deinem Kopf los, die dich kritisieren. Akzeptiere alle Teile von dir selbst mit Liebe. Dieses Leben ist eine Chance für deine Seele, durch Erfahrungen zu wachsen. Kämpfe nicht gegen die Lektionen an. Werde zu dem Menschen, der du sein sollst. Wenn dir alles über den Kopf zu wachsen scheint, denke daran, dass du die Macht über deine innere Welt hast. Setze deine Gedanken und Energie weise ein. Das beste Kapitel deines Lebens liegt noch vor dir. Du kannst es schaffen. Für weitere Informationen zu diesem Thema klicke auf den Link in der Beschreibung oder den angehefteten Kommentar und erfahre mehr über die effizientesten Methoden, mit denen du das erreichen kannst, was du willst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere unbedingt unseren Kanal, um weitere Inhalte dieser Art zu erhalten. Bis zum nächsten Mal.